Es wird erzählt über Rabbi Beifus, das ist der Rabbiner von Petach Tikva. Dieser große Rabbiner von Petach Tikva, kurz bevor er gestorben ist, er lag an seinem Sterbebett und er beginnt zu schreien und bittet: Hilfe, bitte, wo sind, hilft's mir, wo sind meine Eintrittskarten? Wo sind die Eintrittskarten? Keiner weiß, was er sagt. Wo sind die Eintrittskarten von den halbnackten brasilianischen Tänzerinnen? Rabbiner, weißer lange Bart, Eintrittskarten, halbnackte brasilianische Tänzerinnen, oh mein Gott, nun, vielleicht jetzt, kurz bevor er stirbt, vielleicht ist er ein bisschen verwirrt. Und nachher, jetzt, Cut, Stopp. Was hätten wir jetzt, wenn wir jetzt dort anwesend wären und das Ganze gehört hätten? Was hätten wir jetzt gedacht? Sieh den an, der Alte mit seinem langen weißen Bart, Eintrittskarten, halbnackte brasilianische Tänzerinnen und Punkt, Punkt, Punkt. Aber wir machen weiter mit der Geschichte. Plötzlich einer von seinen Hausleuten, Moment, 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 er rennt sofort in ein Zimmer und gibt ihm so eine große Schachtel mit vielen Karten. Er nimmt das und schmeißt Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad und stirbt, verlässt die Welt. Was war, was ist da jetzt dieses Geheimnis mit diesen Eintrittskarten? Und er erzählt. Er erzählt, dass als er zum Rabbiner ernannt wurde von Petach Tikva, kurze Zeit danach, plötzlich, man will in der Stadt Petach Tikva, man will eine große Veranstaltung, ich weiß, mit diesen Tänzerinnen, halbnackte brasilianische Tänzerin, man wollte machen irgendeine Veranstaltung und er als Rab in der Stadt, wo ich jetzt Oberrabbiner bin, sowas, Bar Mina, das ist eine Schande für mich, wie kann man das machen? Noch einmal, das ist jetzt nicht 2020, das war noch zur Zeit, wo der Charme noch ein bisschen bei den Menschen geblieben war. Und er sagt, wie kann es zu meiner Zeit, wo ich jetzt Rabbiner bin, dass in der Stadt, wo ich Rabbiner bin, dass so etwas macht? Nein, er versucht hin und überall versucht zu überreden. Bitte diese Veranstaltung zu stornieren. Es passt nicht, es ist nicht jüdisch in Eretz Israel, das heilige Land. Egal wie viel er redet, das ist schon vorbestellt, vorreserviert und es wird stattfinden. Was hat er gemacht? Er ist gegangen dorthin, hat gesagt, ich will alle Eintrittskarten, die dort sind, in diesen eine Veranstaltung, ich will alles abkaufen. Wie viel kostet das? Quotara, das ist so und so viel. Er hatte seine ganzen Ersparnisse. Alles, was er gehabt hat, hat er genommen. Zusätzlich noch Schulden genommen von Leuten. Und alle diese Eintrittskarten alleine gekauft für sich selbst und sie in einer Box gelassen. Vergeht, der Tag vergeht, die kommen dorthin, alles ist leer, keiner dort. Nur genauso wie sie gekommen sind, sie sind weggegangen. Aber dann, er erfährt, nicht in Petach Tikva, in Tel Aviv, in Haifa, in anderen Städten war auch diese Veranstaltung. Ein Tag später, zwei Tage später. Und er war ein bisschen frustriert, er sagt, Moment, ich habe so viel Geld investiert, so viel Aufwand, für was? Dass im Endeffekt es doch woanders stattfindet. Es war ihm schwer. Vielleicht hat er doch einen Fehler getan. Vielleicht musste er ja gar nicht so viel investieren. Vielleicht hat er seins getan. Ich habe versucht, zurechtzuweisen. Ich habe versucht, den Leuten zu sagen, dass es nicht okay ist. Wollen sie es machen? Hey, ihr Problem. Er ist gegangen zum Stipeler, Rabbi Jakob Israel Kanievski. Das ist der Vater von dem heutigen Rabbi Chaim Kanievski. Er ist zu ihm gegangen und hat gefragt, Rebbe, ich glaube, ich habe einen Fehler getan. Weil es ist ein so großer Aufwand. Ich bin jetzt verschuldet. Ich habe meine ganzen Ersparnisse. Ich habe, vielleicht sollte ich lieber mit dem Geld eine Yeshiva Geld geben oder mehr Torah damit machen oder irgendwas anderes. Aber ich habe so viel Geld investiert. Für was? Sowieso am nächsten Tag machen sie woanders. Ja, 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 sagt ihm der Rabbiner, der große Rav, sagt ihm, mein Lieber, du weißt nicht, wenn auch nur eine Person wegen dir jetzt eine Sünde weniger gemacht hat, wenn du eine einzige Person daran verhindert hast, zu sündigen, dann hat das Ganze, hat es dazu, es war wert.
Nicht nur das, sagt er, nachdem dass du es mir jetzt erzählt hast, ich sage dir, diese Eintrittskarten, das sind deine Eintrittskarten in Gan Eden. Damit wirst du im Himmel ins Paradies kommen, mit diesen Eintrittskarten. Wenn du, bevor du stirbst, nimm diese Eintrittskarten in die Hand und mit dem kommst du in den Himmel. Dann hast du den besten Anwalt in der Welt, hast du in deiner Hand. Jetzt im Nachhinein, wo wir jetzt die ganze Geschichte wissen und wir jetzt wissen, ah, dann schauen wir ein bisschen anders auf diesen Rabbiner. Zwei große Lehren aus dieser einen kleinen Geschichte. Erste Lehre, verurteile niemanden, auch wenn du etwas siehst. Ich habe mit meinen eigenen Ohren gehört, wie er das gesagt hat. Auch wenn du etwas siehst und hörst, es gibt vielleicht noch eine Vorgeschichte. Es gibt vielleicht eine Nachgeschichte. Verurteile niemanden. Hevedan et kol adam lekav zchut. Das ist die erste Lehre. Die zweite Lehre, nicht weniger wichtig als die erste. Schau, wie wertvoll es ist, eine andere Person von einer Sünde zu verhindern, sogar von einer Sünde. Und jetzt wie? Nicht streiten und nicht, nein, nein. Du investierst Geld, du kaufst diese Eintrittskarten. Dann mach keine Proteste, wir protestieren. Nein, kein Protest. Er hat versucht zurechtzuweisen, ist nicht gelingen, dann ja, geht und kauft. Legitime Sache. Jemand anderen, die Betonung auf der legitimen Art und Weise, von der Sünde zu verhindern. Und das Erste, verurteile niemanden. Auch wenn die Sachen so sind, wie du sie siehst, es kann sein, dass es anders ist.